glaube, alles, was mit Mode zu tun hat, das muss man immer noch anfassen, das muss man fühlen, das muss man mal anziehen. Dieses Kauferlebnis, mit Menschen zu sprechen, das A und O irgendwo. Mein Name ist Stefan Robben. Ich habe ein Einzelhandelsfachgeschäft für Herrenoberbekleidung, bin 54 Jahre alt, betreibe dieses Geschäft hier seit über 22 Jahren. Vom Genre mittelmodisch für den Mann ab Ende 20 bis oben offen. Wir merken natürlich, dass in den Fachgeschäften der Kunde schon zu 80% auch eine Beratung gerne mag. Jetzt gibt es natürlich auch viele Amazon etc. Diese Leute sind natürlich richtig groß geworden, stehen jetzt gut da. Eigentlich nimmt das jetzt so mehr seine Höhepunkte an, weil ich glaube, jetzt haben viele gelernt, sich mit Online-Portalen richtig darzustellen. Wir hatten vor kurzem mehr oder weniger ein Geschäft, die haben geschlossen. Das war mehr so Wohnaccessoires. Und sie sagte auch, dass der Online-Handel ihr schon in vielen Dingen das Genick gebrochen hätte. Hier haben wir leider ein leeres Ladenlokal. Ja, jetzt muss man halt gucken, dass man hier einen vernünftigen Mieter wieder findet. Branchen sind hochgradig, sage ich jetzt mal, schwierig geworden oder gefährdet ist Bücher, Reisebüros, Spielwaren. Hier haben wir eine Branche, was mittlerweile der Onlinehandel, sage ich jetzt mal, eine große Konkurrenz bekommen hat, besonders die Optiker in Bezug auf Kontaktlinsen. Also hier wird gern auch der Optiker vor Ort ein bisschen ausgenutzt, zu sagen, erstmal hole ich die Erstausstattung, damit ich weiß, ich brauche weiche, harte Kontaktlinsen oder was es da gibt. Und wenn ich das einmal weiß, dann kann ich mir das nachher dann so machen. Der Kunde ist heute, ich könnte jetzt mal sagen, schmerzfrei. Also dem interessiert auch diese ganze Problematik nicht, ob es mir schlecht geht. Ich behaupte sogar immer, je schlechter es dem Händler geht, je mehr hat der Kunde davon, weil je mehr muss ich dann irgendwas an meinen Preisen machen, um irgendwo meine Ware loszuwerden, je mehr profitiert der Kunde davon. Dem Kunden gehen die Probleme des Händlers völlig am Arsch vorbei. Natürlich ist man irgendwo manchmal sauer, man kann es natürlich nicht so deutlich sagen. Dann darf man nicht zu unterschätzen, welchen sozialen Aspekt wir schaffen in Bezug auf, was wir an Vereinen hier unterstützen. Da gibt es so viel vom Tanzsportverein über Altensport, die hier kommen. So, und dann fragen die mich, ob ich da eine Anzeige reinmache. Ja, dann mache ich so eine Anzeige. Gut, die kostet dann 30, 40 Euro. Die können ja bei Amazon mal anfragen, ob die Amazon bei denen eine Anzeige schalten möchten. Dann werden die aber eine Klatsche kriegen, da glauben die noch gar nicht. Ne? Man kann ja immer viel über den Kunden reden, zu sagen, pass auf, wenn du hier nicht weiter uns unterstützt, wenn du nicht hier im Ort kaufst, dann sieht das so und so mal aus. Das sind ja alles nur Dinge, die man sich dann vielleicht vorstellen kann. Wir haben gesagt, wir möchten das einfach mal praktisch umsetzen, damit der Kunde auch sieht, wie sieht so etwas aus. Also haben wir gesagt, wir machen das mal richtig krass und sind dann hingegangen und haben wirklich aber auch jedes Fenster hier, ob von der kleinen Änderungsschneiderei über Cafés, über wie auch immer, es waren alle Fenster komplett mit schwarzer Folie abgedeckt. Die Innenstadt war, also wenn man das mal so gesehen hat, das war schon sehr, sehr erschreckend. Gab es welche, die sagen, oder haben uns ein bisschen belächelt, die dann gesagt haben, ach, alles dämlich, sollen die sich doch einen Online-Shop machen, sich anders präsentieren, alles Blödsinn. Das ist natürlich schnell mal so hingesagt, auch so mit diesem, mach mal eben einen Online-Shop. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was das heißt, so einen Online-Shop zu machen. Man muss ja erstmal gefunden werden, man muss so einen Shop erstmal installieren, man muss sowas auch pflegen. Also das braucht ewig, bis sie wirklich sagen, sie können damit Geld verdienen.